Hallo, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit. Got a feeling 21. It's gonna be a good year. Tommy, die Weihnachtsgans und Echtzeit. Heute, Montag, 12. August. Süddeutsche Zeitung aus München, Frankfurt Allgemeine Zeitung aus, naja, wahrscheinlich Frankfurt. Und dann immer im Dienst Berliner Morgenpost am Sonntag von gestern. Na, wo habe ich denn das jetzt hier? Oh, hier. Ich zeige mit Absicht den Fußboden nicht, es ist chaotisch, aber es ist immer wieder was Überraschendes zu finden. Sonntag, 11. August, Berliner Morgenpost, habe ich netterweise gestern in Düsseldorf geschenkt gekriegt und natürlich, nachdem ich in der Nacht zurück war, alles durchgelesen, abgecheckt und dann komme ich auf Folgendes hier und verbinde das jetzt mit einer eigenen tollen Idee, weil ich so intelligent und kreativ bin, fällt mir dann ein. Ich lese hier Seite 4, Berliner Morgenpost. Ja, jetzt gerade irgendwie von Axel Springer Verlag rübergeschoben. In Kürze Indien. Indien, da oben links. Atomreaktor auf U-Boot in Betrieb genommen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist es doch. Müssen die in Fukushima immer so umständlich das radioaktive Kühlwasser mit 300.000 Tonnen ins Meer leiten? Das ist doch gar nicht so kompliziert, wenn man wie die Russen in Novaya Zemlya im Eismeer seine alten Atom-U-Boote einfach versenkt, so Zwischenlager, sagen wir mal. Die Idee, Atomreaktor auf U-Boot in Betrieb genommen, das ist genial. Also warum machen wir eigentlich nicht diese ganzen Atomkraftanlagen rechtsfrei für Betreiber offshore, richtig außerhalb von Hoheitsgebieten? Ja, die Weltmeere, wir haben ja mehr Recht, sind frei. Und dann werden sozusagen U-Boot-artige Atomkraftwerke unter Wasser. Dann brauchen die auch nicht gekühlt zu werden. Und man misst irgendwo an der Küste, wenn es kommt, sagt man, ah, wir haben es gemessen, es ist aber nicht schlimm. Indien hat den Reaktor an Bord seines ersten im eigenen Land entworfenen und gebauten Atom-U-Boots in Betrieb genommen. Innerhalb der kommenden 2 Jahre soll das U-Boot mit seinen Einsätzen beginnen. Das indische U-Boot ist das erste Raketen-U-Boot, das außerhalb der 5 Atommächte, den USA, Frankreich, Russland, Großbritannien und China, gebaut wurde. Indien hatte im vergangenen Jahr für seine Marine ein russisches Atom-U-Boot auf Basis eines 10-Jahres-Vertrags erworben. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 1 Milliarde. Ja, das ist also die Nachricht und abgeleitet davon jetzt die Idee, ja, wenn man Atom-U-Boote im Meer rumschwimmen lassen kann, das liegt doch nah, warum kann man nicht überhaupt Atomkraftwerke im Meer bauen? Keine Endlagersuche mehr nötig. Die Welt, unser Globus, globales Endlager. Wir gehören der IT-revolutionären Endgeneration an. End mit D. So, tschüss.